Leute, wir gehen einmal in den Frachtraum. Wir haben hier ein bisschen was eingesammelt. Das ist gerade ja. Oha. Das bringt ja richtig gut was ein. So, jetzt nochmal hier. Dann können wir vielleicht sogar noch besser uns ausrüsten. Also, eine Just Vegans. Ist so Vegans 2 hier unten? Ne, Vegans 3, ey, die Vegans 3 ist so geil. Aber dafür haben wir keine Verankerungen. Also, Vegans 1 muss ich erhalten. Dann tausche ich die Justice gegen eine Lava Blade aus. Oder gegen den Magma Hammer. Warte mal, Lava Blade 3. Magma Hammer. Lava Blade 3. Magma Hammer. Magma Hammer ist besser, aber dafür haben wir kein Slot. Und kostet zu viel. So. Und jetzt haben wir noch die eine Dingsbums. Javelin-Rakete. Bist du der oben drauf? Nein. Bist du der oben drauf? Nein. Bist du der oben drauf? Ja. Ja, sonst lasse ich mal die. Na. Sweeper ist auch nett, macht richtig Schildschaden. Och nö. Och komm. Jetzt habe ich aus Versehen die Sle Ja gut, da kommt die Lava Blade erstmal rein. Haben wir wieder keine Raketen mehr. Also ich muss mir da mal irgendwas überlegen, was ich jetzt mache. Galendelux-Schubdüse muss ich auch mal aufwerten. Zumindest auf Deluxe. Na, wenn dann gleich richtig schwere. Ja, okay, dann schauen wir erstmal, dass wir wieder ein bisschen Handel treiben. Was gibt's denn so? Nö, nicht auf den Blitz. Gibt's was, was ich nach Detroit ganz doll? Wasser. Kleine Bettsburg. Ja, eigentlich müsste ich wieder ins normale System. Ja, doch, ich fliege wieder nach Manhattan. Mach vorher noch eine Mission. Oh, eine Basis zerstört. Wir haben soeben Waffenplattform. Naja, Waffenplattform. Aber richtig Knete. Okay. Machen wir das Dach. Machen wir das Dach mal. Nein. Machen wir doch mal das. Bye. Und dann kann ich euch noch den Planeten Los Angeles zeigen. Also einmal hier rum. Reisetriebwerk aktivieren und 25 Tage fertig. So. Jetzt, das kann ein wenig dauern. Gut, wir haben jetzt eine optimierte Stunpuls mit Schildschaden. Wir haben eine Scorpion mit so ein bisschen von beidem. Eine Lava Blade mit Rumpfschaden. Und zwei Vegans mit so ein bisschen von beidem, hoher Feuerrate etc. Und noch ein Lava Blade Geschützturm mit ebenfalls viel Rumpfschaden. Sollte eigentlich ganz gut funktionieren. Ja. Ja, während ich hier so lang fliege, was kann ich denn nochmal erzählen? So. Ich hab. Oder ja doch, das kann nur Montag raus. Ich muss dringend nochmal zusehen, dass ich War Thunder aufgenommen bekomme. Das Problem war irgendwie, dass ich War Thunder letztens nicht wirklich starten konnte oder nicht hinbekommen habe, dass ich das aufnehme. Irgendwie hat er was nicht so richtig hingehauen. Und ja. Keine Ahnung, weiß nicht. Ist doof. Ja. So, wir sind inzwischen sogar fast gleich da. Es ging schneller als ich dachte. Das denn ist der Planet Los Angeles. So, schon mal in freien Flug gehen. Und. So. 2,5K. Noch startet die Mission nicht.
Wenn wir jetzt langsam vorfliegen, wir sehen, Sie das ist unser Ziel, das war, haben wir gesehen, das ist nicht Ihre Liga. So, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Also das wäre jetzt nicht Lassen wirklich. Sie mich jetzt lieber in Ruhe. Lassen Sie jetzt hier nicht entkommen. Verdammt. Die blauen Linien, das waren eben die Veganer. Ich schon sagte, ein neues Schild hinter dem Hut. Eigentlich müsste ich mir mal die Igel holen. Das beste Korsan-Raumschiff von den Korsanen. Richtig geil, das Ding. Scheiße. Waffenenergie aufgebraucht. Was? Stand da eben Conchita? Conchita Lorenz, okay. So, und jetzt bist du dran hier, Gomez. Arturo Gomez. Ja. Auf jeden Fall können wir mit dem neuen Schild mal bei Moldav so ein bisschen die Liberty Rogues in Schach halten. So, ich möchte ganz gern da hin. So, einmal raus aus der Wolke bitte. Dankeschön. Der Planet ist da. Tja, das ist ein schöner Planet. Mhm. Werden wir auch mal drauf landen. Ist, ja. Ganz angenehm. Ach ja, wieder jetzt 35.000 fliegen dahin. Und, ja. Naja, nun. Der ist weiter entfernt, als ich FPS habe. Was könnte ich denn nochmal so erzählen? Also, ich muss mal so sagen. Vampire Stone läuft nicht mehr. Rock Raider ist fertig. Also bleibt im Moment eigentlich nur ab und zu mal Planet Explorer. Und jetzt halt Freelancer. Aber ich hätte gerne noch ein drittes Projekt. Sonst ist mir das ein bisschen zu eintönig. Ein drittes Projekt, was man so zwischendurch mal machen kann. Sprich, sowas wie Sense of a Solar Empire eine Runde lang oder so. Und, da müsste ich mir mal ausdenken, was man da mal machen kann. Oder ob ich da mal was aufnehme. Vielleicht schon morgen. Erstmal nehme ich ein paar Stunden Freelance auf. Da ist der Andockring. Ich habe gerade so gemacht, weil ich gerade rechts auf dem Monitor sehe, dass eine Tondatei von mir nur 3 KB hat. Das ist irgendwie nicht so ganz richtig. Hey, Schlachtschiff Yukon. Cortez, Sprungtor, Cortez. Da möchte ich eigentlich mal freiwillig hinfliegen. Aber erstmal docken wir überall an. Das ist so, ja. Pflicht. Weil du brauchst einfach so, du musst wissen, wo du was wie gut handeln kannst und so. Und dann kann man sich mal irgendwie so eine Handelsroute gut ausmachen. Shane, das freut mich, ich darf zum Landepunkt.
Cafe Liberty auch überall im Hintergrund diese Let's Talk Schilder sind. Mit 1800555159. Da muss man eigentlich mal anrufen. Einfach mal schauen, ob es das gibt oder so. So, welche Schiffe gibt's hier denn zu verkaufen? Wir haben Schiffe zu verkaufen. Haha. Vielleicht kennt das ja wer. Unter schwarzer Flagge. Ein altes, aber geiles Spiel. Ja, hier ist jetzt nichts Neues. Ich hab noch haufenweise Zeugs im Frachtraum. Was ist denn das? Hier können wir wieder drei verkaufen. Oder vier. So. Was habe ich denn da im Frachtraum? Sauerstoff. Na, von mir aus. Bohrmaschinen, boah, ja, ich weiß ja nicht, wo es hingeht. Gold, optische Tipps. Pharmazeutika. Aber hier gibt es die nur teuer. Triebwerkteile, oha. Naja. Ja, dann fliegen wir mal weiter nach Cortez. Hier ist doch Cortez, oder? Jetzt habe ich den Namen schon vergessen. Toll. Ja doch, Cortez. Aber vorher wird ein Schlachtschiff Yukon angedockt. Wie viele Schiffe wollen das Schlachtschiff gehen? Eigentlich kann da ja nur eins reinpassen. Aber wenn da fünf Schiffe reinfliegen, wo senden die dann alle? Die müssen ja schon ineinander und aufeinander gestapelt sein, damit da irgendwas vernünftig hinhaut. Schlachtschiff Yuka, California-System. System. So, der hat auch nur den üblichen Kram. Resormine. Brauchen wir nicht. So, Warenhändler hier. Gift für zwei? Alter, ist das billig. Giftmüll, nur zwei Credits. Die... Und die Verstrahlung. Ja, wenn alle durcheinander reden. Cortez Sprungtor. Ich war noch nie in Cortez. Beziehungsweise war ich vielleicht mal schon, aber ich erinnere mich gerade nicht dran. Eigentlich war ich in Freelancer schon so gut wie in jedem System. Aber ich war im Singleplayer noch, also in dem Kampagnenmodus war ich noch nie in Cortez. Mal sehen, was mich da erwartet. Oh. Und Rogues. Zerstören, 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 zerstören und... Scheiße. Ja, ich bin schon wieder ein bisschen ruhiger geworden. Zerstört. Und weiter geht's zum Sprungtor. Ich glaube, ich muss unten noch reinfliegen. Cortez. Klingt so nach Spanien. Genau, ich fliege jetzt durchs Sprungtor und werde begrüßt mit El Hombre, hola, buenos días, ¿qué tal? Ja, so weit kommt's noch. California Cortez. Ach, das sind die C-Staaten, die haben alle ein C am Anfang. Was ist das? Wieso kann ich den nicht anklicken? Hey! Hey! Sehr merkwürdig. So, das ist das fertige Sprungtor, wenn es... Was? Ernsthaft? Ich will da durch. Och nö. Ach, das ist doch jetzt doof. Da darf ich jetzt gar nicht durch. Was ist das hier für eine Verarsche? So viel zum Thema, sie dürfen sich frei bewegen. Und freies Spiel. Das hat ja super funktioniert. So, hey, lass mal nach Cortez fliegen.
und den Leuten mal da und so. Oh, was ist? Nein, du darfst da nicht hin. Zugang verweigert. Vor allem noch nicht mal eine Begründung. Ich meine, wenn du jetzt sagst, Zugang verweigert, Zielort zu weit entfernt. Ja, gut, dann fliegt man näher ran. Aber statt einfach nur Zugang verweigert.